Kommt jetzt doch erst so spät. Ja. Na, ich hab's tatsächlich nicht mehr früher geschafft. Blistering Love, Killing in the Name. Mit mir sich andere Missionen bist du es, damit Beth Nancy telefonieren kann. Ich hab's Zeug in den Wien haben. Schicke Claire eine Nachricht. Typ mit Schwanzproblem, ah. Ah, der Rustle. Yeah. Da hast du wohl wenig Bock drauf zu telefonieren. Führung macht den Meister, na gut, dann halt noch ein wenig versprochen. Muss nur an einem. Aber im Ernst, üben. The Beast in Me. Claire dich nach einem Tag kontaktiert. Daneben ist ja. Hätte ich auch schon früher machen können eigentlich. Zu antworten. Aber egal. Ist halt jetzt so, ne? Muss ich ja da auch wieder warten. Ich weiß auch nicht, wann ich das mit der anderen machen kann. Keine Ahnung. Glaub schon. Ja, das auch. Wie geht's, Jake? Es geht so. Wir haben die Blutung gestoppt, aber ohne das Implantat. Was ist los? Jake hat's erwischt. Er braucht eine neue Niere. Und zwar sofort. Allerdings hat er eine Sichelzellenanämie. Ein normales Nierenimplantat wird's also nicht tun. Hier in den Badlands kommt man an solche Spezialdinge allerdings nicht so einfach ran. Ich bin mir ganz sicher, welche. In Night City findet man so ein Implantat. Da bin ich mir sicher. Mhm. Dakota hat einen Kontakt in einem der Krankenhäuser. Der meinte, er könnte helfen. Aber? Aber einer muss in die Stadt. Und du siehst ja, wie das Camp aussieht. Die Ruffenschiff können jederzeit wieder aufkreuzen. Wir brauchen jeden Mann. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Wie? Kannst du in die Stadt gehen? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß. Dakotas Kontakt arbeitet in einem Krankenhaus in Little China. Du musst nur das Implantat abholen. Das Geld wird auf einem sicheren Weg verschoben. Alles klar. Bis später dann. Okay. Watch and it's sun. Das sind jetzt mehr so diese kleinen Nebenmissionen, ne?
Hey, sieh da. Hat Dakota sie geschickt? Ja. Ich soll hier was abholen. Hier, eine Dynala-Superniere für Patienten mit Sichelzellanämie. Wie abgemacht. Die Eddies kommen. Ja, ja, später. Ich weiß. Ich muss los. Warum bin mitten in der OP. Okay. Nicht schießen, nicht schießen! Vielleicht überlege ich's mir, wenn ich eine verfickt überzeugende Erklärung höre. Der Anruf von Dakota! Die Polizei hat mitgehört! Sie haben mich gezwungen! Nie im Leben. Kein Bulle macht so viel Stress wegen einem Nierenimplantat. Doch, es ist wahr! Sie sagten, dass sie Ruff und Schiff aus Night City raushaben wollen! Mit allen Mitteln! Aber Dakota gehört nicht... Egal. Vergiss es einfach. Lass mich gehen, bitte. Ich wollte das nicht. Ich hatte doch keine Wahl. Niemand außer dir hat das Implantat angefasst, richtig? Das... Nun, das weiß ich auch nicht. Denk gut nach. Ich kann mich auch in deinen Kopf einstöpseln und selber nachsehen. Die Polizei. Sie haben die Superniere mit einem Virus infiziert. Die Originalfirmware ist auf diesem Splitter. Sie muss neu installiert werden. Verschwinde! Heilige Mutter Gottes. Danke, danke. Ich sagte, du sollst verschwinden. Hoffentlich ist es das wert. Okay. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das NCPD gleich auftaucht. Dann gehen wir dahin. Ich habe das Implantat für Jake, aber es hat einen Virus. Du musst die Firmware gegen die auf dem Splitter austauschen. Hm, was für eine Überraschung. Nomaden kriegen immer eine Spezialbehandlung. Du hast gut aufgepasst, danke, Vi. Komm in ein paar Stunden nochmal. Bis dahin sollte alles klar sein. Ja? Ich finde das lustig, dass das hier sein... Aber er kann hier nicht schlafen, ne? Warum kann die hier nicht schlafen?
Wir haben exakt 8 Stunden, okay. Dann gehe ich ins Apartment zurück und dann schlafe ich einfach mal 8 Stunden. Vielleicht rufen ja dann mehrere Leute an. Boah. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich das Ende in einem Extra-Stream machen. Ich habe da jetzt mal kurz mal reingeguckt, wie viele Enden das da eigentlich gibt. Und ich muss sagen, es gibt schon viele Möglichkeiten. Also wenn ich alle machen möchte, also ich könnte sogar alle machen eigentlich. Also wenn ich jetzt alle Quests mache, dann könnte ich auch alle Enden theoretisch machen. Ich muss halt vorher bloß speichern. Dino. Oh, okay. Aufregendes. Fahrzeuge zu verkaufen. Wenn du ein paar Eddies rumliegen hast. Man kann sich Sex mit dir mit einem Auto haben. Sollten die Bedienstete echt mehr daran arbeiten. Bei dem CEO von SciTech, aber der Vollidiot hat es verkauft, weil ich zitiere, nur arme Leute fahren Autos, die über 2 Jahre alt sind. Scheiße, ey. Wäre ich gern arm. Jetzt hoffe ich bloß, dass dieser Caliburn ein schönes Zuhause bekommt. Ja. Yeah. Caliburn. Soll ich gerade sagen, was macht der in meinem Apartment, aber. Der ist ja. Das ist ja mein Apartment. Ich weiß gar nicht, warum er das immer macht, warum er seine Hände vors Gesicht hält und dann immer ausatmet. Das ist immer so ein bisschen weird. Kommt zum Lager. Kommt Jake. Sprich mit Bob. Ah, okay, Claire hat sich gemeldet. Beast in me. Militech Mech, okay. Der steht da drauf. Ich dachte, das wäre eine Statue. Die hätten einfach random so eine Statue gebaut. Wie geht's, Jake? Besser. Er braucht noch 1 oder 2 Tage, um wieder auf die Beine zu kommen. Freut mich zu hören. Vielen Dank, Vee. Auch im Namen der ganzen Familie. Danke. Fortunate Son. We take it high, take it low. Wo ist denn das nächste Rennen? The Beast in Me. East Class Nachricht. Badlands Rennen. Top vom Sein. Alle anderen, alles andere reicht nicht. Wir treffen uns am Ende der Brooklyn Street beim neuen Damm. Ruf mich dann an, so wie letztes Mal. Brooklyn Street. Du darfst echt nicht anbrennen. Oh, stimmt, ja.
We take a high, take a low. We're riding on the wings of an eagle. We're waking the mountain from afar. We're busting down the walls of Jericho. Pumpkins United, we are. Ich habe halt keine Ahnung, was ich da für einen nehmen soll, ne? Ich weiß nicht, ob der Bandit. Ich sollte halt einen nehmen, der halt gut für Dings ist, ne? 364 PS. Ich habe auch übrigens einen Ohrwurm von Pumpkins United, ne? Habe ich zufällig erst neulich gehört. Der hat 1000 PS. Ich seh ihn doch. Der sieht mir aus, als wäre er auf dem. Das wäre ausgelegt, um da zu fahren. You go, da, na, na. Oh, ruf Claire an. Anrufen. Hey Claire, nächstes Rennen. Start klar? Das wird hart. Offroad und viel Bleihagel. Wir nehmen die Bestie. Will sie mal draußen ausprobieren. Nova, ich bin übrigens schon da. Perfekt, ich auch gleich. Okay, wir sehen uns. Okay, dann nehmen wir die Bestie. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel PS das Ding hat, ne? Was? Ich höre dich schlecht. Ach so, der Typ. Keine Ahnung. Arbeitet vielleicht solo. Klar, versuch's ruhig. Ich dachte schon, du versetzt mich wieder und ich muss Bully mitnehmen. Bully ist ein super Schütze. Ist er. Aber der labert zu viel. Die ganze Zeit. Das hey, wie? Schön, dich zu sehen. Haben ein Rennen vor uns, hm? Nummer 2 von 4, ja. Bereit für die Piste? Klebeband. Kleiner Tipp. Glaubst du, das wird hart? Das sind die Badlands. In diesem Rennen ist alles möglich. Okay. Du wirst also zu tun kriegen. So wie du. Setz das Ding nicht in den Sand. Wortwörtlich. Ich schaff das. Okay, in der Sonne schmelz ich. Ich warte in der Karre. Sicher. Also vorher gespeichert. Ich hab es nicht. Woher soll ich Ladies wissen, und Gentlemen! Hosen hochziehen, anschnallen und Motoren anwerfen. 30 Sekunden, Countdown. Ihr da, hey. Ignorier ihn. Luigi bequatscht die Leute gern. Hey, ihr. Hört ihr mich? Hey, ihr. Hört ihr mich? Wenn wir Maul halten. Ihr da! Hey! 3, 2, 1! Scheiße, scheiße, scheiße!
Okay. Holy shit. Ich habe jetzt nicht allzu krass ausgebremst. Ich weiß aber auch nicht, wo die anderen sind. Checkpoint 8 von 35. Also das zieht sich noch ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder in die falsche Richtung fahre wie beim letzten Mal. Den Mund einfach voller Sand. Läuft ja eigentlich ganz gut, würde ich mal behaupten, ne? Die anderen hatten dann einfach Pech, weil es sie einfach überschlagen hatte. Aber die Bestie fährt sich auch ganz gut, muss ich sagen. Also da war mein letztes Auto, mit dem ich gefahren bin hier, beim letzten Rennen schon ein bisschen, ja. Wir haben uns so ein bisschen ausgeschlagen. Naja, Techniker bleibt. Die sind alle so direkt hinter mir. Okay. Oh, da geht's gleich um die Kurve. Ich weiß gar nicht mal, ob man da überhaupt Leute töten kann. Also, ja. Durch ob Claire dann irgendwelche Leute erschießt. Verpiss dich. Wenn es nur noch geradeaus geht, dann habe ich Glück. Na, Offroad müssen die anderen aber eigentlich auch ihren Speed verlieren. Unsere heutigen Sieger, Vee und Claire! Vee, wir haben gewonnen! War nicht leicht. Na los, fahr zur Ziellinie. Nice. Fuck, was für eine Abkürzung. Das Gebiet gehört den Wraiths. Hat es abgehängt? Oh Mann, ihr verfickten Blagen könnt ja echt gar nichts. Okay, komm zurück, aber dieser... War dein letzter Fahrer besser als ich? War er. Guter Ehemann. Großartiger Fahrer. Wie ist er gestorben, wenn ich fragen darf? Am Rennen. So wie alle Rennfahrer sterben. Wir waren letztes Jahr im Finale. Wir waren gut, ganz vorn als... Vielleicht wechseln wir lieber das Thema. Ja. Kommst du zur Werkstatt? Ja, klar. Fahren wir.
Aber das Rennen war jetzt eigentlich ganz gut, muss ich sagen, ne? Ich habe mich selbst übertroffen. Okay. Drüben ist Übergabeort. Geh ich mal hin. Kaufe ich mal ein bisschen Schrott. Nämlich jetzt eigentlich fast kein Geld mehr habe. Nachdem ich mir lauter Autos gekauft hatte. Ein Veteranenhelm. Im Koffer. Ranch. Okay. Nicht mehr genug Geld. Wo ist er noch? Es gibt sie doch noch. Mensch mit einer Seele. Ich gehe mal in die Bar. Und guck mal, ob ich da auch noch Sachen verkaufen kann, aber ich denke schon. Ich kaufe mal so Verbrauchsgüter und sowas, die ich gar nicht brauche. Oder zumindest ganze Granaten, weil ich benutze ja keine Granaten. Sergeant Victory. Dieses Scheißland. Zeig mir mal die Speisekarte. Yeehaw, komm sofort, Cowboy. Okay. Ich hätte aber echt nicht viel Geld, ne? Ja, seine Speisekarte mal ein bisschen auffüllen. Maximalen Speicherpunkt im. Ah, nein, brauche ich nicht. Nicht wirklich. Kaffee mit Zimtmilch. Mit Zimtmilch. Und dabei. Ich weiß ja auch nicht dran, wie viel ich da so hab. Ich wollte hier nur die ganzen Getränke jetzt an ihn verkaufen, ne? Das ist, was ich von der Straße aufsammle. Schieß. Mal Mundschieß. Und diese ruhiert. Dieses Gesicht, das da drauf ist, finde ich schon ein bisschen seltsam, ne?
Sollte auf jeden Fall dann, wenn ich mit Cyberpunk fertig bin, danach mal was spielen, was nicht so viel Leistung zieht. Da natürlich mein PC halt ultra krass aufheizt. Sobald er irgendwie ein bisschen mehr Leistung braucht. Oder zumindest ab 50%, da geht dann das. Da geht er schon steil nach oben. Aber ist ja kein Wunder, ne? Nachdem der jetzt so viel Power hat, ballert der dann natürlich auch, sobald er irgendwie ein bisschen mehr ausgelastet ist, auch sowas von Wärme raus. Holy shit, ich sag's euch. Ja, ist eigentlich tatsächlich gar nicht so krass. Aktuell ist er bei 45 Grad. Aber auch wenn er auf 60 Grad hochsteigt, das ist halt im Schnitt doppelt so viel, wie es gerade in meinem Zimmer ist, ne? Also. Und der ballert hier natürlich dann. Oh, der hat nicht mehr genug Geld. Und der ballert dadurch ja dann natürlich auch die Temperatur hier im ganzen Raum einfach übelst nach oben. Ein Bounceback 3, okay. Ja, die kann ich für die letzte Mission benutzen. Bounceback. Nextback. Wenn gesund, einfach nicht ausreichend. 80% Gesundheit. Sag mal, haben Samurai hier nicht den ersten Gig gespielt? Was für ein Abend. Legendär. Die Musik war so laut, dass alle Fenster rausgeflogen sind. Und seit dem Konzert dürfen wir auch keine nackten Kunden mehr bedienen. Wir haben ein Gericht nur für Samurai-Fans. Spare Ribs à la Silverhand. Nicht billig, aber danach legst du dir in einem Jahr noch die Finger. Wait, what? Gut, das sind Sachen, die ich jetzt ihm verkauft habe. Alles das, was ich ihm verkauft habe. So, ja, passt. Hier ist Croissant. Weiß ich nicht. Besonders würde ich jetzt nicht essen. Das ist einfach nur, weil es so eingepackt ist. Mir gefällt sowas irgendwie nicht. Bin ich ehrlich. Ich sehe aber keine Rip Ala Silverhands. Soll ich mir die kaufen? Katzenfutter. Die hätte ich gucken sollen, bevor ich da mein Shit abgegeben habe. Slaughterhouse. Keine Ahnung. Ja, wie? Ach ja, kann man eigentlich mit Julie eine Romanze haben? Interessant wäre es auf jeden Fall, ne? Sie ist ja gefühlt die einzige Person, die Booby Physics hat. Oh. The Beast in me. Ah, dich in einem Tag runterstärken. Dann warte ich halt wieder. This is Kang Tao. Claire! Wie? Bereit fürs nächste Rennen? Bin schon da. Bereit und startklar. Willst du dein Auto nehmen oder meine Bestie?
Ach, lass uns die Bestie nehmen. Die Bestie. Ich glaube, sie will raus. Ein so hübsches Tier darf man nicht so lange einsperren. Gut gesagt. Wir treffen uns in Rancho, ja? Bin gleich da. Wir sehen uns. Okay, dann warte ich hier schnell und dann gehe ich schnell auf die, währenddessen auf die Toilette. Okay, dann stehen wir mal auf. Hey, wie? Ich sehe vor dem Start noch mal unter die Haube. Zur Sicherheit. Bleib in der Nähe, okay? Dieses Rennen fühlt sich total falsch an. Inwiefern? Wir sind Sixth Street, die Mox. Krasse Gangs eben. Ist eine Frage der Zeit, ehe die Stimmung kippt. Das wird schon, keine Sorge. Sorry, ich brauche noch eine Weile, um die Reifen zu testen. Okay. Oh, steckenklasse Auto.
Oh. Na los! Ich will verbranntes Chu-Tu riechen! Lasst sie brüllen und die Ohren bluten! Oh ja, genau so! Der Countdown beginnt! 3, 2, 1... Siehst du den vor uns? Luigi, gib nach! Große Kurve da vorne, schneid sie! Sind ja Leute auf der Straße, what the fuck? Der steht auch einfach random. Wäre da gerade einfach gespawnt. Ach, rote Ampeln. Jetzt ist es wieder grün. Wichtiger Moment, ne? Spawnen auch immer. Spawnen immer so hinter mir, ne? Das können wir noch gewinnen. Weiß ich nicht, ob ich den Typ mit überfahren habe. Hat sie schon mal gesagt, ne? Aber können wir. Muss hier rauskommen. Das ist kurz vorm Ziel, ne? Das ist das Problem. Die Leitplanke hat mich wenigstens gut abgefangen. Ich soll ja wenigstens auf den Fahrer zielen und ihn dann einfach erschießen. Reden. Gib was, das du wissen solltest. Okay. Damn, okay. Na gut, ich bin wenigstens Dritter geworden. Ich werde das Rennen jetzt nicht wiederholen. Setzen wir uns eine Weile dorthin, okay?
Wow, toller Ausblick. Ja, Dean und ich, wir waren früher oft hier. Wolltest du mir was erzählen? Dean hatte ich schon erwähnt, oder? Mein Mann. Dein Fahrer, ja? Dein Fahrer, richtig? Der beste Mann, den es je gab. Wir waren schon vor meiner Geschlechtsangleichung befreundet. Hat mir Narzissen ins Krankenhaus gebracht. Zum Neuanfang. Wart ihr lange verheiratet? 12 Jahre. Dean hat immer gescherzt, zum 15. würde er mich zu meinem ersten Implantat überreden. Wollte mich überraschen. Ich sehe an dir keine Implantate. Darf ich fragen, warum du keinen Chrom hast? Ich liebe Maschinen wie. Aber ich wollte nie zu einer werden. Komisch, hm? Ein wenig, ja. Aber ist ja deine Sache. Dean hätte als einziger meine Meinung ändern können. Schätze, wir werden wohl nie erfahren, ob er das geschafft hätte, hm? Warum erzählst du mir von Dean? Warum jetzt? Er starb letztes Jahr beim Rennen. Im Finale. Aber nicht auf normale Art und Weise. Du machst dir Vorwürfe deswegen. Gibst du dir die Schuld an seinem Tod? Ich? Mir? Wie kommst du denn darauf? Schuld ist dieser Konzernwiesel Peter Sampson. Absoluter Abschaum auf 2 Beinen. Was ist mit diesem Sampson? Ist nicht so wichtig. Für mich war er nur ein Rivale. Aber für Dean... Naja, Sampson und er hatten eine gemeinsame Geschichte. Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet. Aber ja, es gab irgendeinen Streit. Irgendwas Persönliches mit ihrer Rallye-Rivalität. Als Sampson Erster wurde, war Dean wütend. Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden. Sampson mit Vollgas direkt vor uns. Wir hatten verloren. Also nahm Dean den Fuß vom Gas. Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse. Dean auch. Hat die Kontrolle verloren. Aber läuft das nicht so bei Rennen? Du kapierst es nicht. Die Straße war frei. Er hätte gewonnen. Er hat es absichtlich getan. Bist du 100%ig sicher, dass es Mord war? Ist immerhin ein empfindliches Thema. Bin ich. Sie haben bis kurz vor Rennbeginn gestritten. Ich bring den Bastard um. Beim Rennen? Leute sterben andauernd auf der Strecke. Wird niemandem auffallen. Ganz normaler Tag beim Rennen. Völlig regelkonform. Was, wenn Sampson dieses Jahr nicht antritt? Und was, wenn Sampson nicht an der Startlinie auftaucht? Das würde er nie verpassen. Glaub mir, er wird antreten. Letztes Jahr war er Champion. Er wird das um jeden Preis wiederholen wollen. Ja, das macht schon Sinn. Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten, hm? Sampson zu töten ist mir wichtiger als der Sieg. Sollten wir vor der Wahl stehen? Sorry, dass ich dich angelogen habe. Also, was meinst du? Der Bastard beendet dieses Rennen nicht lebend. Bedeutet dir scheinbar viel, also begraben wir den Arsch. Danke. Das ist wichtig. Ich muss das tun. Wir sehen uns im Finale? Ja. Bis dann, V. Schön.
Okay. Trifft sich mit Hanako. Muss sie mir jetzt nochmal schreiben oder ist das jetzt dann. Nebenmissionen, Second Conflict. Warte, bis Claire dich nach einem Tag kontaktiert. Okay. Dann machen wir halt jetzt Second Conflict. Oh, 50%. Ja. Anfang vom Ende. Okay. So, dann machen wir jetzt Second Conflict. Und läuft jetzt eigentlich immer das Lied, ne? Ich habe eigentlich immer diesen Radiosender wegen diesem Lied reingemacht. Und jetzt läuft's die ganze Zeit. Claire, hey. Das Finale steht bevor. Der große Tag. Ganz genau. Kommst du? Ich bin schon da. Ja, aber warte. Diesmal jagen wir den Highway runter. Also brauchen wir eine Maschine mit Feuer. Du hast die Wahl. Deins oder meine Bestie. Ach, wir nehmen die Bestie. Ich will die Bestie. Gute Wahl, hm? Wird dir nicht leid tun. Treffen wir uns am Start? Genau. Warte dort auf mich. Okay. Abreißen. Okay. Also das Zatter Dori wirklich. Nein. Kreuzkümmel und Chili. Hab ich da. Hm? Genau. Aufstehen. Du bist dran, Samson. Lass mich in Ruhe, du Irre. Keine Reue? Kein bisschen? Absolut keine. Claire, hör auf. Lass die Konzernratte in Ruhe. Glaubst du, du kommst hier lebend raus? Claire! Dein neuer Fahrer? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Claire hält ihre Partner nicht lange am Leben. Du Hurensohn! Ist doch so. Dean war als Fahrer so scheiße wie als Ehemann. Hat immer zu viel auf einmal gewollt und dafür bezahlt. Wie sieht's aus mit Mach dir nichts vor, Claire. Na gut, ich hab ihn nicht getötet. Sein Ego war's. Du bist nichts als Abschaum, Samson. Claire, das reicht. Wir haben ein Rennen vor uns. Du bist dran. Fick dich. Komm jetzt. Spar dir den Dampf für später. Mir einen Gefallen, wie? Was denn? Bring deine Freundinnen mit zur Party. Wenn du heute gewinnst, schmeißen wir dir die Party deines Lebens, Baby. Natürlich gewinne ich heute. Okay, Leute, in die Wagen. Zeit, ein paar Autos und Köpfe zu zerbeulen. Alle bereit?
Festhalten! Wenn ihr das Rennen optional, bleib an Sampson dran. Der hat halt mehr PS als ich. Vielleicht wirft sie mir da so die Granate rein, wenn man ganz nah ist. Dann rammt die so an die Wand und dann. Ja, ich bin schon. Der wird halt nur schneller, das ist das Problem. Wenn sie lang genug auf sein Auto schießt, dann könnte er vielleicht in Flammen aufgehen. Aber so wie es aussieht, wird es aktuell ein bisschen schwierig. Steht doch eh da vorne. Ich dachte, ich kann da jetzt voll drauf fahren. Wie geht's so, Samson? Claire, bitte nicht! Ich hab nichts getan! Wirklich? Du kleine Zecke! Hey, bitte! Lass das nicht zu! Claire, ich flehe dich an! Scheiße, Claire! Was willst du von mir? Ich hab ihn nicht getötet! Halt's Maul! Es war ein Unfall, verdammt! Bitte lass mich gehen! Hier kommst du nicht mehr raus! Wovon redet der Typ? Ist doch egal. Versucht, seine Haut zu retten. Lass das nicht zu! Ich hab ihren Mann nicht getötet! Ich sagte, halt's Maul! Claire, warte. Ich will das hören. Wozu? Was hast du zu sagen, Samson? Dean wollte mich vor der Ziellinie überholen, aber er verlor die Kontrolle. Du hast uns gerammt! Na und? Das war regelkonform. So läuft das bei diesen Rennen. Ist das wahr, Claire? Samson hat regelkonform reagiert? Ist doch egal. Der Bastard hat Dean umgebracht.
Er muss dafür bezahlen! Was willst du von mir? Du tötest wie alle! Claire, es war ein Unfall. So ist das Rennen. Ich hab ihn geliebt! Mehr als mein Leben! Und jetzt soll ich ich soll diesen Abschaum gehen lassen! Dein verfickter Ernst! Du, was du tun musst, Tom. Gut, mach, was du willst. Sei zu sterben, Arschloch! Was? Nein! Dein Mann war nicht der Heilige für den... Lass uns abhauen, wie... Bitte. Das war's. Sieht so aus. Alles okay, Claire? Was? Wieso? Siehst traurig aus. Bin ich nicht. Ehrlich gesagt fühle ich gar nichts. Willst du es nochmal wagen? Als Team? Ein Rennen, meine ich. Nein, wie? Ich werde nie wieder Rennen fahren. Nie? Nie. Das war was zwischen mir und Dean. Unser Ding. Ich brauchte dich nur, um Samson... Okay. Jetzt lässt du mich wieder aufsteigen und dann war's das oder was? Die gehört dir. Was? Du schenkst mir dein Auto? Nicht meins. Sie gehörte mir und Dean, aber uns gibt's nicht mehr. Mach's gut, Vee. Und achte auf die Kurven, sonst landest du irgendwann im Graben. Okay. Vielleicht genau Bestie. Okay, das war's dann, ne? Wenn sie dich noch einen Tag anruft. Ich jetzt im Apartment. Also wenn ihr jetzt dann nicht anruft, dann werde ich halt jetzt erstmal, werde ich dann eine Pause machen. Wir sind jetzt dann eh bei 3 Stunden, dann kann ich auf die Toilette gehen. Dann dusche ich wahrscheinlich noch. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich fühle mich jetzt so schmutzig und ich klebe auch so halb, ne? Jetzt sind das aber eh schon wieder 33.